Herzlichen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viele, die gestern Abend beim parlamentarischen Abend der IHK waren, konnten dort vom IHK-Präsidenten Hinsch, aber auch vom Landtagspräsidenten eindeutig dargestellt bekommen, welche Bedeutung die duale Berufsausbildung für Deutschland, für unser Land hat. Und das ist auch ein Fakt, der durchgängig von allen Regierungen, nicht nur von dieser, auch von den Vorgängerregierungen, immer auch wieder betont worden ist. Auch im Ausland beneidet man uns um unsere duale Berufsausbildung, die einen wesentlichen Baustein dafür liefert, dass der Wohlstand auch in Krisenzeiten, Weltwirtschaftskrisen in Deutschland tatsächlich erhalten geblieben ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das eine, das ist das, was man nach außen immer wieder sagt, das, was man an Wertschätzung in Reden zum Ausdruck bringt, und das andere ist dann das, was man im ganz konkreten Handeln tatsächlich umsetzt. Und da gibt es durchaus noch Verbesserungsmöglichkeiten, dass die Wertschätzung nicht nur in Worten, sondern auch in Taten ausgesprochen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich ist es so, dass hier in der dualen Berufsausbildung viele Probleme auch noch liegen. Schauen wir uns allein mal an die Unterrichtsversorgung in den berufsbildenden Schulen, die auch zu anderen Zeiten deutlich schlechter war als bei den allgemeinbildenden Schulen. Schauen wir uns an die Situation gerade bei den vielen Handwerksberufen, wo es regional nicht so viele Auszubildende tatsächlich gibt, die dann weite Strecken zurücklegen müssen, Internatskurse belegen müssen, Fahrtkosten anfallen und eine viel höhere Belastung entsteht als beispielsweise bei anderen, die zentral ihre Ausbildung machen können. Schauen wir uns an, wie es beispielsweise ist, wenn man sich weiterqualifizieren will, wenn man dann eine Meisterausbildung machen will. Da ist es auch anders, als wenn Sie eine akademische Ausbildung machen. Sie müssen nämlich tatsächlich Ihre Prüfung, Ihre Lehrgänge selber bezahlen und bekommen auch für diese Gebühren dann auch nur Ihr BAföG. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, es ist wichtig, dass die Politik sich auch bei den Taten zur dualen Berufsausbildung und auch zur Meisterausbildung bekennt. Es ist so, dass die Menschwerdung nicht mit dem Abitur beginnt. Es ist so, dass das Lebensglück nicht erst durch ein akademisches Studium oder gar einen Master beginnt. Genauso wie unterschiedlich alle Menschen sind, genauso können Sie Ihr Lebensglück auf unterschiedlichen Wegen tatsächlich finden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen mit diesem Antrag heute hier einen ersten Schritt setzen, dass wir tatsächlich in Niedersachsen sagen, wir nehmen unsere eigenen Reden, unsere eigenen Worte ernst und setzen sie bei der Meisterausbildung auch tatsächlich in Taten um. Wir sind bereit, das Geld dafür in die Hand zu nehmen, dass jemand, der eine Meisterausbildung machen will, genauso gestellt wird wie jemand, der ein Studium beginnt. Dass er nämlich tatsächlich sein BAföG für den Lebensunterhalt benutzen kann, für sein Meisterstück benutzen kann, dass er aber genau wie an der Universität auch die Gebühren nicht mehr entrichten muss für seine Ausbildung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ein durchaus wichtiges Thema, wo auch Menschen von abgehalten werden, diesen Schritt der Qualifizierung tatsächlich zu gehen. Ich war in diesem Sommer bei einem Handwerksbetrieb. Viele von Ihnen, insbesondere die, die hier im Nebengebäude ihre Büros haben, haben von diesem Unternehmen schon viel gehört. Und da kam der Inhaber, nicht nur im Nebengebäude, das ist richtig, da kam der Inhaber und erzählte mir die Geschichte, dass er zu einem seiner besten Mitarbeiter gegangen ist und ihm gesagt hat, willst du nicht einfach mal einen Meister machen? Du bist von deinen Leistungen so gut, das wäre genau das, was auf dich passt. Und dieser Mitarbeiter hat dann gesagt, Chef, das kann ich mir gar nicht leisten. Und das ist eine Situation, die uns, glaube ich, nachdenklich machen muss. Denn eine Meisterausbildung kann man entweder am Wochenende nebenbei machen. Dann hat dieser Mitarbeiter gesagt, dann sehe ich meine kleinen Kinder gar nicht mehr. Das ist für mich kein Weg. Man kann aber auch aussteigen und dann Vollzeit eine Meisterausbildung machen. Und da hat er gesagt, wenn ich die Gebühren auch noch zahlen muss, wenn ich das BAföG nur teilweise für den Lebensunterhalt einsetzen kann, wie soll ich dann meine Familie in dieser Zeit ernähren? Und aufgrund dieser Situation, glaube ich, steht es uns gut an, wenn wir hier heute einen ersten Schritt machen, dass wir tatsächlich sagen, ein Meister ist uns genauso viel wert wie ein Master. Wir stellen diese beiden Ausbildungsgänge, Qualifizierungsgänge tatsächlich gleich und wollen sie auch gemeinsam wertschätzen. Das wäre ein richtiges Signal von der Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Und ich freue mich sehr, dass unsere Initiative, zumindest ist das von den anderen Fraktionen signalisiert worden, eine deutliche Unterstützung erfährt. Und deshalb traue ich mich jetzt einfach, die sofortige Abstimmung für den heutigen Tag zu beantragen und würde mich freuen, wenn der Landtag so kurz vor seiner Auflösung noch einen maßgeblichen Schritt für die Gleichstellung von Meister und Master leisten würde. Herzlichen Dank.